Hallo Leute, hier ist wieder Chomp. Heute spiele ich ein Spiel namens Battlefield Academy. Irgendwie, welches konzipiert wurde von der BBC. Ich glaube, den britischen Sender kennt ja jeder. Die haben ja auch sehr viele Dokus. Published und entwickelt, oder wie auch immer, wurde es mal wieder von Slytherin. Und, ach nee, der Publisher ist DTP Entertainment. Die haben schon sehr viele tolle Spiele rausgeballert. Slytherin sind ja bekannt dafür, dass sie Strategiespiele, rundenbasierte Strategiespiele veröffentlichen oder herstellen, wie zum Beispiel Field of Glory oder Medieval Great Battles oder Great Battles Medieval oder wie der auch immer das hieß, habe ich auch irgendwo auf dem Kanal auch schon mal gespielt. War bisher alles nicht so meins, sicherlich nicht die schlechtesten Spiele, aber das hat mir nicht so gefallen. Und dieses Spiel erinnert mich so, also von dem einzigen Bild, was hinten drauf ist auf der Verpackung, an Close Combat, falls noch jemand diese Spielereihe kennt. Und ich bin ja eigentlich ein Freund von Strategiespielen, gerade so Weltkriegsstrategiespielen. Und in Close Combat war es ja ähnlich, da war es ja auch so, dass man, Close Combat war ja gar nicht rundenbasiert, wenn ich mich recht entsinne. Da hat man nur am Anfang seine Truppen positioniert und dann konnte man sie ja in Echtzeit dann positionieren, dazwischen noch. Ich kann jetzt nicht allzu viel zu dem Spiel sagen, außer dass es noch nicht ganz so alt ist und mich etwas verwundert hat, dass es eine CD ist, wo nur 230 Megabyte drauf. ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich habe jetzt nichts angefangen. Beende die Einführungskampagne. Gut, damit fangen wir mal an. Ja, Kampagnen klicke ich, aber nichts passiert. Hier passiert auch sonst nichts. Aha. Okay, das verwundert mich jetzt etwas. Aha, man muss also erstmal das Häkchen wegdrücken. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Kampagnenauswahl. Hier sehen Sie alle verfügbaren Kampagnen. Wenn Sie eine Kampagne spielen, werden weitere Kampagnen freigeschaltet und so weiter und so fort. Klicken Sie auf Auswählen, um die kurze Einführungskampagne machen wir. Nordafrika 1942. Aha. Das ist ein bisschen comicartig gemacht. Räum mich so an. Tönstruppi. Vom Zeichenstil irgendwie so. Gut, den nehmen wir. Auswählen. Einheitenauswahl. Im Streitkräftebildschirm können Sie die Einheiten für eine Mission ansehen. Mhm. Das Spiel können Sie für einige Missionen zu den Einheiten erwerben. Und so weiter und so fort. Das Spiel kann man übrigens auch gegen andere Spieler spielen. Ob das noch welche spielen, weiß ich nicht. Es könnte natürlich gut möglich sein, denn es sind noch Updates verfügbar, also zum Beispiel auch für Field of Glory, weil es ist ja auch schon, ich glaube, das ist noch älter als dieses Spiel hier. Dieses hier ist von 2011. Hab mich aber jetzt nicht registriert, um gegen andere Spiele zu spielen, obwohl das trotzdem möglich wäre. Man müsste halt nur immer seine Seriennummer eingeben. Aber dazu kommen wir irgendwann mal, vielleicht später. So, Einheitenauswahl. Panzer Matilda. Ich versuche gerade rauszufinden, was für ein Panzer das ist. Egal. Oh, wie sieht das denn aus? Kann ich rausscrollen, reinscrollen? Im Moment sehe ich gar nichts. Fast das, Sir. Nur diese Straße runter und gibt ein kühles Bier. Los geht's. Per Linksklick wählen Sie die Einheiten aus. Per Rechtsklick aktivieren Sie Befehle oder ein Auswahlliste mit möglichen Befehlen. Auch das kenne ich doch von diesen Great Battles Medieval. Okay. Ich wähle die Einheit aus. Aha. Achso, das war. Oh Gott, wie schnell bewegen sich diese Panzer? Das ist ja schräg. Da, dieser italienische Panzer wird uns aufladen. Er hat uns noch nicht gesehen. Schießt ihn ab, Sir. Okay. Panzerbrechen schießen. Ja, ja. Aha. Ey, das erinnert mich aber überhaupt nicht an Close Combat, wenn ich so. Dieses Bild sah aber auch hinten aus wie Close Combat. Jetzt weiter nach Hause. Jede Seite ist abwechselnd eine Reihe. Eine Einheit verfügt über eine begrenzte Anzahl von Aktionspunkten. AP. Und Angriffen pro Runde, die festlegen, wie sich die Aktionspunkte ganz jederzeit neu auffüllt. Alles klar, kennen wir. Erfolgt der erste Kampf, folgen Sie, was, fordern Sie den Feind Ihren ersten Kampf heraus und gehen Sie als Sieger hervor. Ja, wo muss ich denn, aha, das funktioniert auch wieder so.
noch nicht mitbekommen, wo ich jetzt hin muss. Wahrscheinlich muss ich mich in diesem Radius hier aufhalten. Ich soll mich hier hinbewegen, das mache ich. Ich hatte den doch schon ausgewählt, meine Güte. Hallo? Hier lebt doch nichts mehr. Was soll ich denn jetzt hier machen? Komm mal zu hier. Gibt es hier noch andere Feinde? Ey, ich sehe hier irgendwie gerade nicht durch, aber wir werden das schon rausfinden. Ach so. So sieht es natürlich aus, klar. Rundenbasiertes Spiel, ich bin das nicht gewohnt. Ich sag, weil ich schon so lange keine rundenbasierten Spiele mehr gespielt habe. Wupp. Na, ein kühlen Bier versteht sich, alles klar, gut. Wo ist hier ein Feind? Ziel erfüllt, das war's schon. Okay. Das ist jetzt echt ein bisschen schreck. Das ist ein komisches Erst-Tutorial, sag ich jetzt mal. Britische Vormarsch in der Wüste, eine Bannerlaute Gefahr, ein paar tödliche 8,8 cm Geschütze. Sie müssen mit einem Luftangriff vernichtet werden. Gut, schauen wir uns an, wie das funktioniert. Jetzt weiß ich auch, warum das Spiel auf der CD trotz der Installation noch, also warum das Spiel auf der CD so klein war und die Installation knapp einen Gigabyte nur in Anspruch genommen hat. So, einer Handauswahl, nehmen wir wieder Mathilde. So, wir müssen uns beeilen. Hier ist der Flak. Die Abwachter schießen ein Stück. Okay. Wir sollten überlegt handeln. Was wäre denn überlegtes Handeln? Ich meine Strategie hin oder her, aber. Sprenggeschoss feuern oder Ich verstehe jetzt den Sinn und Zweck nicht ganz hier. Was gibt's denn noch so? Ach hier, Luftangriff. Okay. Ja, man muss sich erstmal einfrieren. Ich habe es ja bisher auch noch nicht gespielt gehabt. So, da kommt ein Luftangriff auf und den werde ich. Gut, ich gehe mal davon aus, wir müssen das jetzt hier beenden. Und ich bin jetzt wieder dran. Wurde das Ding jetzt schon? Ja, zerstört. Beide wurden zerstört. Okay, ich bin vor. Noch zwei zu markieren. Und ja, bevor sie uns vermissen. Okay, weiter die Straße runter. Das wird wohl bei denen nicht mehr allzu viel passieren, jetzt bin ich wieder dran. Was haben wir denn hier? Achso, jetzt verstehe ich auch, dass rot bedeutet. Ich habe schon ewig so eine Spiele nicht mehr gespielt, das rote bedeutet einfach nur, ich habe keinen Punkt mehr. So. Gut. So, ich bin wieder dran. Da ich ja weiter der Straße folgen soll, mache ich das auch. Rundenbasiertes Spiel, ey. Wie lange habe ich denn gespielt? So, ich bin dran. Gut, dass wir es entdeckt haben, bevor die Deckung erreichen konnte. Ansonsten hätte die blablabla. Alles klar. Was ich ein Besen. Okay, es ist irgendwie ist es ja niedlich gemacht, aber das ist natürlich nicht so. Okay, das haben wir auch fertig. Fertig. Gut, das haben wir erledigt. Einführungskampagne beendet. Die Kanonen sind zerstört und die Mannschaft ist bereit für die Schlacht. Gut. Was haben wir noch? Die libysche Wüste. Blitzkrieg France! Könnte man natürlich alles machen. Was mich jetzt hier irgendwie irritiert, was ist das denn da oben? Community-Szenarien herunterladen. Ja, irgendwie werden diese Spiele alle noch supported von Slytherin. Also es scheint es noch Spieler zu geben, die das spielen. Natürlich weiß ich nicht, wie viele das sind.
Ich kann dazu echt nicht viel sagen. Ich nehme jetzt nochmal eine Mission mit. Obwohl, ich glaube, hier machen wir erstmal Schluss. Ich weiß nicht, nein, doch, eine Mission muss noch vonstatten gehen, da ich glaube, dass man hier nicht allzu viel sehen konnte. Der Deutsche. Erobern Sie die Festung, italienische Streitkräfte, britische Konvoi, bla bla. Ihre leichten Panzer nehmen die Verfolgung auf und ahnen nicht, dass britische Panzer auf der Lauer liegen. Wenn die Italiener in den Rücken. Okay. Gut, das probieren wir mal. Panzer Matilda, schon wieder das einzige, was ich verfügbar habe. Ich krieg nichts anderes hier. 3 Stück habe ich aber nicht mal davon, okay. Nutzen Sie Hügel, um die italienischen Panzer aus dem Hinterhalt anzugreifen. Rücken Sie anschließend zur Straße vor und holen Sie bei den die Siegpunkte bei Ihrer Festung. Okay. Die Karte ist sehr, sehr klein. Man kann nicht wirklich allzu viel erkennen. Einheiten auf Hügeln können von unten nur gesehen werden, wenn sie schießen. Gut, dann werden wir den mal hier hinschicken. Jetzt ist der nächste dran. Hier hin. Und das gute Stück schicken wir. Dann gucken wir mal. Ach, hier kann man auch raussuchen. Ah, ich wollte schon sagen, das macht es natürlich etwas einfacher jetzt. So, ich bin wieder dran. Straßendeckungswert, Sperrfeuereinsatz bereit. Die Frage ist, wo soll ich jetzt mit diesem Sperrfeuer rauf? Hier auf die Türme oder was soll ich denn machen? Wir gehen mal auf den Wachturm hier. Okay. Abgeprallt. Ziel zerstört. Die schießen automatisch, also ich muss das nicht selbst machen. Eigentlich stelle ich die Truppen halt nur auf hier, so wie ich das sehe. Dann wäre ich jetzt wohl dran. Mal gucken, wie der Luftschlag hier aussieht. Ganz süß eigentlich. Der sprengt, okay. Gut, dann bin ich jetzt dran. So, wir schicken Verstärkung, um die Erhöhung der Festung zu erleichtern. Okay. Ich kann mich noch etwas bewegen. Ich werde mal jetzt hier einfach rüberfahren. Mit allen Einheiten. Ihm können wir die. Also ich gehe davon aus, dass ich diese Wracks hier erstmal entfernen muss. Sieht jedenfalls schwer danach aus. Was Runden. Ach so, 3 Runden noch. Ich hab's nicht gesehen. Die Artilleriebatterie wartet auf Befehle. Okay. Carrier. Wie kriege ich. Eigentlich müsste ich doch die Leute irgendwo. Ja, irgendwo tatsächlich. Werden die rausgeladen. Das heißt, ich gehe davon aus, ich muss. Kann gar nicht mit den Panzern weiter vorrücken. Ich werde auch Sperrfeuer einsetzen. Das sagt mir doch nicht immer, was ich zu tun habe. Oh mein Gott. So. Desert Red Infantry. Ja,
Aber wie befehlige ich jagen? Was heißt das? Und wie kriege ich jetzt diese Einheiten dort raus? Drehen, Einheit ausladen. Wie machen wir das? Oh. Oh, das war ein Hinterhalt. So eine Schlawiner, echt jetzt. Ich kann ausladen, kann ich aber nicht. Das geht nicht. Ich bleibe mit einfach dort. Hin. So, ich bin wieder dran. Noch eine Runde. Bräuchte ich die unten sparen ganz einfach. So, jetzt ist das Sperrfeuer auch bereit. Das gebe ich jetzt mal. Gute Frage, wo gebe ich hin? Direkt auf die Festung. Okay, die ziehen sich zurück. Dann könnte ich ja langsam vorstürmen, würde ich sagen. So. Ich finde es blöd, dass man diese bestimmte Sachen hier einfach mal selber zuklicken muss. Oh, die wurden befördert, mein Panzer wurde zerstört. Holy shit. Jetzt verstehe ich auch, warum es ein Hinterhalt ist. Hier habe ich noch einen. Ich kann da besser treffen, obwohl ich freue mich nicht. So. Kann ich noch feuern? Einmal kann ich noch feuern. Die haben sie gesichtet, treffen sie aber nicht. Die sind also gut versteckt dort. Hm? Oh! Das sind relativ viele. Ich glaube, dieser Carrier kann hier gar nichts. Ich glaube, er kann schießen. Aber ich treffe niemanden. Wir gehen jetzt Saat hin. Müssen wir natürlich erstmal ein bisschen einfriemeln hier. So, kann ich von hier treffen? Oder treffe ich die hier drüben? Die könnte ich hier treffen. Ah, Hinterhalt. Oh, crap. Also die bewegen sich nicht fort und ich müsste also hin. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt die Einheiten dahin? Unebenes Gelände. Sperrfeuer, komm, mach doch mal irgendwas. Hm. Ich treffe ja auch niemanden. Das ist scheiße. Ups. Bisher schlagen wir es nicht so gut, offensichtlich. Und ich bitte wohl einige. Jupp. Die Einheit zieht sich zurück. Das ist fatal. Die wurden auch gesichtet. Hm. Sind wir fertig? Lassen wir uns jetzt gut machen hier. Das dauert ja alles noch ein bisschen. Okay, ich wurde befördert. Jetzt habe ich sie doch endlich mal fertig machen können. Von denen habe ich niemanden fertig gemacht. Wir schießen nochmal.
da liegen also auch noch welche, da muss ich also weiter befeuern. Nicht gerecht. Ich kann nicht schießen. Gut. Ich sehe nicht mehr, ich habe keine Sicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen langatmig irgendwie, wenn ich da bei hier hinbringe. Ich werde jetzt wohl gesehen. Nee, noch immer nicht. So, mit dem kann ich jetzt wieder zurück hier. Jetzt sollte er sich mit den anderen einhalten. Gut, gut, fertig. Wir sind bereit. So. Treffen Sie niemanden, das ist blöd. Lebt da überhaupt noch jemand? Das bin ich mir jetzt nämlich gar nicht sicher. Aber ich denke mal, wenn angezeigt wird, dass ich dorthin schießen kann, dann wird sich dort auch noch was aufhalten, oder? Könnte man ja so sehen. Das wird also nichts. Okay, kapituliert. Jetzt müsste das hier auch klar sein. Und ich müsste mich vorbewegen können. Ich schicke die Einheiten jetzt mal dahin, wo sie... Was ist hier los? Sie sind ja tot. Stimmt, dann geht's natürlich nicht. So. Wir beenden unsere Runde. Oh! Italienische Panzer. Ich meine, was auch komisch ist, dass man hier keinen Gegenangriff starten kann. Da sind aber doch einige. So, jetzt bin ich dran. It's my turn! Ja. Sie haben auf einen, da zieht unsere Zeitverschwanz. Ja, das kann ich natürlich vorher nicht wissen, ob die sich schnell bewegen oder nicht. Also, woher soll ich das so wissen? Rückwärts. Jagen. Schießen kann ich nicht mehr, aber hier. Ein Sperrfeuer ist bereit. Das geht nur hier rauf. Gut. Das ist ja Wahnsinn. Gut, wir warten erstmal auf die Artillerieunterstützung. Scratch one. Verdammt, jetzt kommt die Artillerie, wo wir angenommen ist. Was ist der? Oh ja. Teamkill. Teamkill! So. Was machen wir jetzt? So ein Quatsch hier. Das war ganz anders. Hinterhalt. Klingt nicht gut. Hinterhalt klingt irgendwie nicht gut. Wenn man so sagen darf. Der irgendwie eine Möglichkeit, irgendwo hinzuschießen, nein, hat er nicht.
Bitte? Bitte? Also allzu viel passiert hier jetzt nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich von diesem Spiel halten soll. Also, also es hat nichts von Close Combat, so viel, das steht schon mal fest. Das muss ich auch dazugeben. Ich kann das nicht beurteilen, was ich... Ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll jetzt. Wie viele Runden haben wir noch Abklingzeit? Einige. Okay, ich hau jetzt erstmal alles drumherum weg. Die Frage ist jetzt, müsste ich hier raufschießen? Wahrscheinlich nicht. Wird jetzt hier hin, er zieht sich zurück. Schauen, ob ich ihn zerstören kann. Habe ich zerstört. Werde nicht befördert. Schade. Ich zerschieße jetzt einfach alles hier. Sicher ist sicher, würde ich sagen. Nochmal schießen kann ich nicht. Ich könnte auf die Festung schießen, aber das würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, aber ich mache es trotzdem, denn ich kann auch gut probieren. So, was könnte ich jetzt mit den Einheiten hier machen? Wahrscheinlich muss ich die hier irgendwie hinbewegen. Hoffen, dass sie mich verenden. Den kann ich ja auch noch irgendwo hinbewegen. Und wer dort? So, kann ich noch schießen? Kann ich noch irgendwas machen? Nö. Die Runde wird beendet. Und ich bin schon wieder dran. Wir müssen uns also in die Festung bewegen. Kann ich das auch mit dem Panzer? Doch, könnte ich ja auch. So, was ist das? Da ist gerade was erschienen. Ich weiß nicht, was das ist. Scheint aber nichts Schwerwiegendes zu sein. Da ich ja in der Festung bin, gehe ich davon aus, dass ich sie eigentlich auch erobert hätte, oder nicht? Aber... wohl nicht. Also ich bin in der Festung, nichts passiert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber offensichtlich muss man die Gebäude hier und da noch zerstören. Das werde ich dann auch immer tun. So, ich bin in den Hinterhalt geraten. Und das wäre schon wieder gewesen. Also, gut, die Festung ist erobert. Auch irgendwie komisch. Wo sind denn die restlichen Einheiten? Ach, das müssten die hier sein, ne? Denn andere Einheiten sehe ich ja nicht. Das können ja auch noch welche sein. Das ist schon irgendwie ungewöhnlich. Ich komme mit dem hier nicht raus. Wieso? Er muss drin bleiben. Alles klar. Ich sollte vielleicht mich einmal vorbewegen. Das Blöde ist, ich sehe ja nicht mal die Einheiten. Wo ist denn jetzt eigentlich hier? Ich hatte doch noch einen Menschen irgendwie übrig. Wo ist der? Das ist er hier. Ist er das? Ja, da ist er gar keiner. Ich hatte doch einen, wo ist denn der? Ach, der in die Runde. Irgendwie ein bisschen lange ab, ich weiß ja auch nicht. Wahrscheinlich muss ich das jetzt mit der Artillerie machen. Werde ich auch wieder hochknallen. Der war ja fertig hier.
Warte mal, der könnte ja noch raus. Ach nee, da hatten wir ja gerade schon festgestellt, dass er sich nicht aufbewegen kann. Ah. Hinterhalt. Ich hatte noch einen Menschen, aber ich finde ihn nicht. Der müsste da irgendwo hier sein. Gut, wie auch immer, wir beenden die Runde. Gut, die ziehen sich zurück. Mhm. Alles klar. So, ich bin wieder dran. Ach, Ziel erfüllt. Das waren die letzten Einheiten, wozu schieße ich die ganze Zeit drauf, da wo gar nichts ist. Ha! Weiß ich nicht, schwierig. Ist jetzt nicht so unterhaltsam, wie ich ursprünglich angenommen hatte. Aber gut, das ist jetzt nur der erste Eindruck. Ich gucke mir das dann noch weiter an. Wüstenkonvoi, hier geht's irgendwo weiter. Aha. Gut, gucken wir uns dann gleich mal an. Ich mache jetzt mal Schluss und dann würde ich sagen, wen es noch interessiert, der kann ja dann beim nächsten Video zuschauen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao.